Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Vesperia. Ja, es ist lange her, dass ich mal wieder was aufgenommen habe, denn ich musste ja alles umscharnibbeln, scharnabbeln, scharnubbeln. Und das hat ein bisschen in Anspruch genommen. Und natürlich, meine Videos mussten ja dann auch irgendwann mal hochgeladen werden, nicht wahr? Ja, aber jetzt geht's weiter. Wir gehen in die Koi-Wälder, denn wir kämen nicht durch Dayton Hood so durch. Also gehen wir eben durch den Wald ein bisschen spazieren. Ja, die Gegner hier sind immer noch die normalen Gegner, die wir schon kennen, die wir ganz gerne bekämpft haben, sag ich mal so. Aber da ich ja Waffenerfahrung brauche, kann ich auch gut und gerne mal gegen den einen oder anderen kämpfen. Es ist ja eigentlich egal. Und es hat mir ja gefehlt. Ah, es hat mir so gefehlt. Das schöne Tales of Vesperia spielen. Aber naja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe den Pfand von uns. Ja, oh, egal. Eigentlich warte ich jetzt sehr darauf, dass mal das Release-Date angegeben wird für Tales of Graces F. Aber da das noch ein bisschen dauern kann, muss ich eben so herhalten mit anderen Spielen. Was aber nichts macht, denn bald kommt Prototype raus. Also Prototype 2. Auch da freue ich mich sehr drauf. Und nach wie vor, ich habe mir The Darkness 1 bestellt. Das kommt dann auch irgendwann demnächst mal, hoffentlich. Ich freue mich drauf. Hey, that's... I remember when Estelle ate that Nia fruit. That was quite a face she made. Come to think of it, it's been a long time since we've been on our own, huh, pal? I haven't been feeling like myself, even when I'm fighting. It's like I'm tired all of a sudden. You mind keeping an eye out for a while, Repeat? Merkwürdig eigentlich, aber wird bestimmt nichts Wichtiges sein, ist schon in Ordnung so. Yuri, you... Huh? Idiot! Huh? Wow. What the? What? Carol? You brain dead piece of crap! Hey, hold on a sec! You trying to be some stupid lone wolf or something? Lone wolf? Wait, I... Save the excuses for later. Huh? For now, you can drop dead. Whoa! Hey there, Sunshine. Still living? Maybe. Well, it looks like you're awake now. How nice. Jeez, Repeat. What happened to keeping a lookout? He led us right to you, like a good boy. He's pretty clever, you know. Yeah. He told us if we came this way, we'd see the biggest fool in the world. Do you guys know what's going on? Do you really understand what has to happen after this? You're the one who doesn't understand! Carol. You can't... This is one thing you can't just do on your own, Yuri! What were you trying to prove? How far did you think you'd get without us? What it boils down to is, it's no fair keeping all the fun and glory to yourself. Would it hurt for you to believe in us a little bit more? Yeah! I mean, we're your friends! You got me, guys. All right, then. We're all in this together. Until the end. Right! Duh! So let's go do this thing. Once we leave the woods, the capital is just right there. Repeat erhält den Titel intelligenter Begleiter. Oh, schön. Und alle sind wieder dabei. Aber es stimmt ja nun mal, ne? Sie gehören zusammen und so weiter und so fort. Also ziemlich typische Reaktion von Yuri, aber naja, das passt schon. Sorgen um Estelle, ja. A double sigh? Knock it off. We have to make up our minds about Estelle. From what people who fled from the capital said, it's probably already too late. Stop it, don't say that. I think Yuri has decided where he stands already. How would you know that? You mean, the reason he tried to go alone was... We have to make up our minds too. I know what we have to do, but still... Tja, wir müssen... So grausam es auch klingt, wenn ich das sage, aber wir müssen sie töten, Punkt. Wenn es so weitergeht, geht die Welt sowieso unter, also muss jemand sterben.
finish that one. Abgesehen von Alexei, der muss sowieso sterben. Also, da führt so oder so kein Weg dran vorbei. Der muss... Ne? Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich glaube, hier runter war es. Schon lange her, dass wir mal in den Koi-Wäldern unterwegs waren. Aber irgendwie so in der Richtung war es, glaube ich. Ja? Ja! Ich habe den Weg gefunden. Woohoo! Ich hab's voll raus. Ja, wieder mal unsere süßen kleinen... Okay. Was ist da hinten passiert? Seit wann rennt hier ein Buntbär rum? Buntbär. Buntbär. Ich möchte gerne nochmal einen Buntbären sehen, danke. Ich habe noch nie gesehen, dass hier ein Buntbär auftaucht. Naja. Und jetzt will auch keiner mehr kommen. Ja, vorhin von mir aus. Daneben nicht. Pff. Ach, geht doch. Sorry, but you're going bye bye. Hm. Erdkranke Viecher. Ah. Wow. So ein bisschen erdkrank sein, ne? Schadet wohl den Gegnern nicht. Im Gegensatz. Erdkrank sein ist für Gegner wohl sehr gut. Gegner sagen dann, wow, ich bin doch mächtiger als zuvor. Und wir denken uns, oh Gott. Naja. Das sind auf alle Fälle Gegner, bei denen es sich lohnt, einen kritischen Treffer zu machen. Aber da sie, glaube ich, nicht neue Materialien irgendwie uns geben würden, ist es relativ uninteressant, gegen sie zu kämpfen. Alle im selben Boot. Yeah! What's up, old man? I want to hear what you're planning. You know, about Estelle. We're all floating in the same boat, right? Care to share? I'm not sure I won't lose my nerve if I start talking about it now. You're just gonna have to bear with me till the time comes. You're prepared to do what's necessary, but you haven't given up hope. That about sums it up. I guess that's your style. But don't try to take it all on by yourself, all right? It's weird hearing kind words from you, Raven. True enough. Ist das dann auch eine erkrankte Biene? So can we just go all out? Na, erkrankte Biene? Erkrankte Biene. Erkrankte Riesenbiene. Okay, fein von mir aus. Details, aber trotzdem. Das Viech ist groß und erkrankt. Dann ist das andere Ding wahrscheinlich auch erkrankt, ne? Ja. Da habe ich wieder hier eine Menge zu scannen, nur weil sie erkrankt sind. Aber gut, kann ich mal wieder Materialien farmen, die ich schon lange nicht mehr gefarmt habe, mehr oder minder. Und da ich einen Zwischenstopp in Dane Road machen möchte, weil jetzt komme ich da rein, oder zumindest von der Seite kommt man rein, werde ich das auch tun. Kann ich auch direkt meine magischen Augen und so wieder ein wenig aufstocken. Nachdem ich hier alles gescannt habe. Ja, erkrankt. Ein erkrankter Akschnabel. Frage ich mich nur, warum sie in dem Wald noch nicht großartig erkrankt sind. Aber die Antwort darauf wäre wahrscheinlich ganz einfach. Naja, du rennst da zuerst mit Yuri alleine rum. Würdest du gegen solche Gegner alleine kämpfen wollen? Nein. Aha, ja. Das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter. Verdammt nochmal. Wie oft muss ich diesen blöden rechten Knopf noch drücken? Nein, das war sie. Naja, solange irgendwer irgendwas kaputt macht, ist mir das egal. Hauptsache, dass irgendwas ist kaputt. So, jetzt haben wir hier neue Stäbchen, ne? Um genau zu sagen, sehr viele Stäbchen. So, Dele, da drüben ist Daedernhold. Da müssen wir wieder erstmal hin. Ja, dich habe ich auch noch nicht bekämpft. Bist du auch erkrankt? Bist du ein erkranktes kleines... Nee. Konnten wir die nicht stärker machen oder hatten sie nur keine Lust darauf? Ich meine, alles ist erkrankt, nur das Zeug nicht. Die kleinen, süßen Pilzköpfe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich fände es unterhaltsam. So, das Schöne ist jetzt, dadurch, dass ich wenigstens hier reinkomme, kann ich mir dann doch die Faust des Tyrannen machen. Da warte ich dann sowieso. So. Aber dafür habe ich die Faust des Tyrannen. Das finde ich gut.
Und hier kann ich, glaube ich, nichts Großartiges machen. Nö. Naruto! Oh yeah. Aber nein. Ja, Naruto... Wie war das? Shippuden... Ultimate Storm Generations oder sowas. Ist raus. Ich hab's mir mal besorgt. Ist ganz okay. Ist interessant. Ja, es ist halt interessant. Allerdings finde ich ein bisschen schade, dass man manche Charaktere nur als Hilfscharaktere haben kann. Ist irgendwie traurig. Zu spät. The capital's like this and Estelle's power's been released. The world might be done for. Oh, the gloom. Rita, darling, how can you be so gloomy? Okay, first, never call me darling. Second, excuse me for not being as optimistic as you. Hey now, old Raven's not without his own worries. Oh, really? Sure, but what's the point of getting all down? We're doing all we can to make this work out, right? You just gotta believe in yourself. Wait, that's basically a Rita trademark, ain't it? Okay, fine, you're right. Oh, how could I let you outsmart me? There now. There's hope for the world yet. As long as our little genius doesn't lose that attitude. Ja, ja. Soweit ich weiß, gibt's im Internet sehr viele Pärchenbilder von den beiden, aber Zombie mit einem 15-jährigen Mädchen. Naja. It seems you were not able to stop her. What are you talking about? We're just getting warmed up. You just sit and watch like a good boy. Yuri, don't be rude. He lent us the sword. Yeah, you're right. Why? Why what? Why do you smile at a time like this? I'm just a wild and carefree kind of guy. Foolishness. Can't help it, I guess. I was born like this. Let's go. We can tell. On the outside, he might not get angry or flustered or cry, but we can tell. And right now, he's so frustrated, it's all he can do not to scream. But Yuri keeps all that hidden away, so it looks like there's nothing wrong. And for me, now, when I see no hope at all, his attitude is why I can still stand up and fight. Carol, what's the holdup? I'm coming! Why are you telling me this? Yeah, you're right. Someday I'll tell him myself. Someday. True friendship. However, the time will come when hope turns to despair. Na, wer weiß, wenn der Prinz Kaiser wird, oh Gott. Um Gottes Willen. I wonder if the world will benefit if Prince Yoder becomes emperor. Who knows? What kind of weak answer is that? I thought you'd be at least a little optimistic. Well, he'll have Flynn around. That should help things a little. But only a little? I'm not so wide-eyed and innocent to think that major change is going to happen overnight. That sounds like you all right. Ja, ja. Meiner Meinung nach, klingt ein bisschen... Na, klingt nicht wirklich meiner Meinung nach. Flynn würde sich meiner Meinung nach am besten eignen. Zumindest hat er die Voraussicht, im Gegensatz zu Yoda. Der so dieses Milchbübchen... mäßiger an sich hat. Naja. Ich werde jetzt hier unten schlafen gehen. Oder da oben schlafen gehen. Ich meine, hier müsste ich pennen können. Kann ich bei dir pennen? Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vor Saphias. Denn dort werde ich dann beginnen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.